Cornelia Froboess, allgemein bekannt als Conny Froboess, geboren am 28. Oktober 1943 in Wriesen, Deutschland, ist eine berühmte Schauspielerin, Synchronsprecherin und ehemalige Schlagersängerin. Sie erlebte ein Leben voller Höhen und Tiefen, mit gemischten Freuden und Trauer, behielt aber stets ihre Leidenschaft und Hingabe für die Kunst bei. Conny begann seine Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren unter dem Namen Little Cornelia. In den ersten Jahren ihrer Karriere erzielte sie große Erfolge mit Hits wie Pack die Badehose ein, im Jahr 1951, als sie erst 8 Jahre alt war. Mit seiner süßen Stimme und seinem niedlichen Auftrittsstil wurde Conny in Deutschland schnell zum Teenager-Idol. Als sich der Rock'n'Roll auch in Deutschland ausbreitete, eroberte Conny, die sich mittlerweile Conny Froboess nannte, weiterhin das Publikum mit Songs wie Mr. Music, I Love You Baby, Lipstick am Jacket und Teenager Melody. Diese Hits festigten ihre Position in der deutschen Musikszene und machten sie zu einem leuchtenden Star. Einer der denkwürdigsten Erfolge von Conny war 1962, als sie Deutschland beim 7. Eurovision Grand Prix in Luxemburg mit dem Lied Zwei kleine Italiener vertrat. Obwohl es nur Platz 6 erreichte, wurde dieses Lied ein Millionen-Dollar-Hit und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Conny nahm den Titel in verschiedenen Sprachen auf, darunter Niederländisch, Italienisch und Englisch, und baute so seinen Einfluss international aus. Mitte der 1960er Jahre zog sich Conny jedoch allmählich aus der Musikindustrie zurück, um sich auf seine Schauspielkarriere zu konzentrieren. Ihre letzte Solo-LP, Die neuen Lieder der Cornelia Froboess, erschien 1967 und markierte den Abschluss eines denkwürdigen Kapitels ihrer musikalischen Karriere. Connys Schauspielkarriere ist nicht weniger brillant. Sie hat in vielen erfolgreichen Filmen mitgewirkt und ist zu einem der bekannten Gesichter auf deutschen Leinwänden geworden. 1960 spielte sie zusammen mit Peter Kraus in Conny und Peter machen Musik, dem erfolgreichsten Film des Jahres. Conny und Peter Kraus gelten als das ideale Paar deutscher Teenager, obwohl sie stets ein reines und nicht zu sexuelles Image pflegen. Die größte Freude in Connys Leben sind wohl die glücklichen Momente mit seiner Familie und seinen Lieben. 1967 heiratete sie den Regisseur und Produzenten Helmut Dietl, und ihre Ehe brachte ihr Stabilität und Freude. Sie haben 2 gemeinsame Kinder und bauen ein glückliches gemeinsames Leben auf, auch wenn sie manchmal mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert sind. Allerdings mangelte es Conny Froboess Leben nicht an Traurigkeit und Tragödie. Der Übergang von einer Musikkarriere zu einer Schauspielkarriere verlief nicht immer reibungslos. Sie sieht sich dem Druck ihrer Arbeit, der harten Konkurrenz in der Unterhaltungsindustrie und der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt. Trotz aller Bemühungen kann Conny Misserfolge und Zeiten, in denen er sich müde und gestresst fühlt, nicht vermeiden. Einer der denkwürdigsten Misserfolge von Conny war, als sie am 7. Eurovision Grand Prix teilnahm und nur den 6. Platz belegte. Obwohl das Lied Zwei kleine Italiener später ein Hit wurde, war sie von den unerwarteten Ergebnissen des Wettbewerbs enttäuscht. Conny weiß jedoch immer, wie er Schwierigkeiten überwinden und seine Karriere weiter vorantreiben kann. Die Liebe und das Glück von Conny Froboess kommen nicht nur aus der Karriere, sondern auch aus der Familie. Die Ehe mit Helmut Dietl brachte ihr Freude und Stabilität. Gemeinsam erlebten sie viele Höhen und Tiefen, bewahrten aber stets ihre Liebe und ihren Respekt füreinander. Momente mit der Familie, Urlaube am Meer, gemeinsame Filmabende oder einfach gemütliche Mahlzeiten haben Conny dabei geholfen, Freude und Frieden im Leben zu finden.
Auch in der Filmbranche ist Conny Froboess erfolgreich. Sie hat in vielen berühmten Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. 1999 verkörperte sie die Figur der Löwin Zira im Animationsfilm Der König der Löwen 2 Simbas Königreich und hinterließ damit einen starken Eindruck beim Publikum. Von 2013 bis 2020 spielte sie in 5 Staffeln der Serie Ostwind die Rolle der Gestütsbesitzerin Maria Kaltenbach und stellte damit einmal mehr ihr Talent und ihre Vielseitigkeit in ihrer Schauspielkarriere unter Beweis. Im Laufe seines Lebens und seiner Karriere hat Conny Froboess viele Freuden und Sorgen erlebt. Obwohl sie mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert war, behielt sie stets ihre Leidenschaft und Hingabe für die Kunst bei. Erfolge und Misserfolge sind beide ein unverzichtbarer Teil ihrer Reise und helfen ihr, zu wachsen und stärker zu werden. Conny Froboess ist mit seinem Talent und seiner Ausdauer zu einer Ikone der deutschen Unterhaltungsindustrie geworden. Sie machte sich nicht nur mit unsterblichen Hits einen Namen, sondern auch mit denkwürdigen Rollen auf der Leinwand. Obwohl er viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, behält Conny stets seine Leidenschaft und sein Engagement für die Kunst bei und wird zu einer Inspiration für viele kommende Künstlergenerationen. Wenn wir auf das Leben und die Karriere von Conny Froboess zurückblicken, sehen wir eine starke, belastbare und leidenschaftliche Frau. Freuden, Trauer, Erfolge und Misserfolge tragen alle dazu bei, wer sie heute ist. Conny Froboess wird für immer eine Ikone im Herzen des Publikums, eine talentierte Künstlerin und eine einfach, weil sie dann von Vorwissen erwerben, das sie später nutzen könnten. Da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen dazu. Aber hier ist eben auch wieder wichtig, dass man sich überlegt, was übe ich? Die Hirnforscher sagen vor allen Dingen, ja, also die abnehmende Plastizität des Gehirns, der müssen wir entgegenwirken. Es gibt kritische Phasen und wir sollten eben wirklich sicherstellen, dass das Gehirn der Kinder immer ordentlich angeschmissen wird und am besten schon. In den USA gab es wirklich alle möglichen verrückten Spielzeuge, die die Eltern hoffentlich nicht eingesetzt haben, dass man von blinkende Farben über der Wiege hatte, damit sie eben nicht die kritischen Phasen für Farberkennung verpassen. Also vielleicht sind das heute die Trump-Wähler, ich weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist einfach hier wirklich werden unterschiedliche Konsequenzen gezogen und dafür, dass man eben möglichst früh Vorläuferfähigkeiten für wichtige Dinge trainiert, dafür gibt es sehr viele empirische Evidenz. Für die Aussagen der Hirnforscher gibt es keine und trotzdem muss man immer befürchten, dass die stärker sich durchsetzen und bleibt ein Problem. Ja, das ist eben der Grund, warum die Beschäftigung mit Neuropädagogik schädlich ist für Lehrer. Ärzte müssen sich natürlich mit dem Gehirn befassen. Es gibt Kinder und Menschen, da ist im Gehirn irgendetwas anders. Dafür gibt es Psychiater, das ist deren Aufgabe. Lehrer hingegen müssen sich mit dem Geist befassen. Und wenn Lehrer meinen, sie müssen jetzt, damit sie lernen, besser verstehen, mehr über die neuronalen Grundlagen lernen, das können sie natürlich machen, aber das hilft ihnen kein bisschen, ihr pädagogisches Handeln zu verbessern. Da kriegen sie sozusagen so eine Pseudosicherheit. Hingegen die Unterscheidung zwischen prozeduralem Wissen und konzeptuellem Wissen, die braucht jeder Lehrer in jedem Fach, wenn er eben wirklich wissen will, warum manchmal Lernen klappt und manchmal nicht. Ja, das Problem ist eben tatsächlich, dass es durch die Hirnforschung Hoffnung auf Rezepte geweckt werden, wo eigentlich Reflexion der eigenen Tätigkeit angesagt wird. Und wie gesagt, das ist der Grund, warum ich so manchen Kampf mit verschiedensten Leuten geführt habe. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch natürlich Wissenschaftlerin. Wenn ich Lernen verstehen will, möchte ich natürlich auch gern wissen, wie die Interaktion zwischen Geist und Gehirn ist. Und ich würde auch nie sagen, dass wir da Forschung ignorieren sollten. Insbesondere als Psychologen ist es wichtig, wenn die Hirnforschung etwas herausfindet,
was unseren psychologischen Theorien widerspiegelt.